Willkommen zu einer weiteren Folge von Super Collapse 3. Ich habe gehört, wir gehen ins Hauptmenü und spielen ein bisschen Kurzspiel. Wir machen mal hier den klassischen Modus. Ich habe angekündigt, ich werde so ein ganz klein bisschen den klassischen Modus freischalten zumindest. Ich kann euch hier zumindest ein bisschen verraten, dass es bis Welt 12 oder bis Level 12 eher gesagt schön moderat bleibt. Das darf ich euch verraten. Also bis dahin werden wir wahrscheinlich sehr, sehr schnell kommen. Außer ich verhaspel mich natürlich komplett hier irgendwo. Aber danach sieht es absolut nicht aus und ich kann rein spammen wie ein Wilder. Ja, ist jetzt nicht unbedingt sonderlich schwer gewesen. Hier geht es halt jetzt von Level zu Level. Ne? Immer ein bisschen mehr Linien und das folgt aber einem klaren System. Das ist wie, ja, wie so ein Singleplayer neben dem Quest eigentlich. Es geht mir eigentlich nur darum, dass ich es weiter freischalte, weiter freispiele. Ansonsten kann ich mal irgendwann so eine Art Challenge-Part machen, wo ich dann versuche, die Levels ab 13 dann tatsächlich auch zu meistern, denn ab da wird es hier richtig hicke-hacke-picke-packe. Das sei euch schon mal verraten. Ansonsten besteht der Rest bis dato eigentlich nur aus, ja, aus Klick-Spam. Komm, man kann es echt nicht anders beschreiben. Es ist Klick-Spam. Und irgendwann wird es halt ekelhaft oder ekelhafter, je nachdem. Aber ich kann mich erinnern, dass Level 13 der große Levelsprung war, der mir die meisten Probleme gemacht hat. Ob gewollt oder ungewollt, weiß man nicht. Wir finden es raus. So, jetzt gibt es wieder 50 Reihen, aber ich glaube, jetzt geht das Ganze ein bisschen. Also wir können das ja mal strukturieren. Alle 20 Reihen, glaube ich, oder 21 Reihen, wird es schneller. Okay. An das Tempo versuche ich mich mal irgendwie zu erinnern, beziehungsweise eher versuche ich mich an die Linezahl zu erinnern. Denn die ist hier von höherer Relevanz. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Zack. Und jetzt mal gucken. 29. Das ist schneller, oder? Im 20er-Takt? Müsste schneller sein. Ich weiß es aber nicht genau. Ich bin mir nur relativ sicher, dass es da war. Irgendwo war diese Obergrenze auf jeden Fall und das war irgendwann relativ nervig. Einfach verweigert! Warum ist hier eigentlich bei klassisch so ein Streifen? Guckt euch das mal an. So, jetzt beginnt das Spiel langsam so ein bisschen das auszupacken, was die Komplexität betrifft, nämlich diese ganzen Boni hier. Und ich bin schon wieder viel zu zügig dabei. Tschüss. Ja, perfekt. Auf diese Farbbomben kann man sich relativ gut verlassen sogar. Jetzt, wo es halt noch 4 Farben gibt. Wie gesagt, ab Level 13 gibt es dann ja 5. So ist das Leben dann eben. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt keine bekomme, bin ich schon ein bisschen am Arsch. Ich predikte da immer viel zu sehr drauf. Weil das macht ja auch eigentlich mehr Sinn, dass man dann eben so eine abbekommt. Ja, ich weiß, das habe ich jetzt ein bisschen verschwendet, aber ja, ja. Mach mir mal nicht hier Stress in der Hucke. Ich habe alles voll im Griff, okay? Ja, ja. Ist okay. So, in der Geschwindigkeit geht das hier irgendwann die ganze Zeit. Und dann gibt es noch eine schnellere Stufe. Oh, Bonus-Level. Zeit ist um. Ich weiß nicht, ob ich alles abgeräumt habe. Ich glaube eher, ich habe verkackt. Wie bin ich denn auf 1,5 Millionen Punkte gekommen? What the fuck? Klar, für den Highscore muss man natürlich bei Level 1 anfangen, weil sonst kriegt man eben nur diese vorgefertigte Punktemenge da am Anfang. Das macht dann natürlich auch relativ wenig Sinn, es damit zu versuchen. Wer es damit schafft, Props, dann ist er ein ganz Stückchen besser als der andere, der von Level 1 anfängt. Und der hat eigentlich bessere Voraussetzungen. Der investiert halt nur mehr Zeit. Mist, da hätte ich fast das ganze Feld abräumen können. Zack, zack, zack. Man kann hier echt einfach reinspammen teilweise. Also, so, jetzt gleich müssten wir schon auf höchster Geschwindigkeit laufen. Und jetzt? Nein. 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 Wirklich nicht. Kommt das erst in Level 10 mit der rapiden Erhöhung? Ne, jetzt kommt's.
Okay, komm, lass mich mal. Mensch, lass mich das doch mal da wegmachen. Yo, in der Geschwindigkeit läuft das ab Level 13. Habt ihr es gemerkt? Das kommt irgendwann automatisch. So. Und ich glaube, dann gibt es auch 160 Lines? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass der Level mich so angekotzt hat. Da war ich irgendwann in Level 14, da war es noch schlimmer. Das ist echt der Hammer. Also das machen wir dann nicht noch mit in diesem Part, aber das wird anstrengend. So. Hauptsache immer auf diesem Highspeed-Level. Bams! Der ist eigentlich echt optimal, dieser in alle Richtungen Burster. Es gibt keinen, der nur vertikal geht. Ja, wundervoll. Wundervoll aufgeleint. Wollte gerade sagen, gib mir mal bitte eine Farbbombe. Das finde ich voll cool, denn wenn ich eine bekomme, dann kann ich damit absolut arbeiten. Das wäre dann quasi optimal. Jetzt geht das gar nicht schneller. Verpasse ich noch irgendwas? Ah ne, jetzt geht's. Jetzt geht's schon ab. Jetzt versuche ich dann auch mal nicht, mich irgendwie mit Vorsprung oder sowas hier abzulenken von irgendwas, sondern wirklich einfach mal drauf zu halten, was das Zeug hält. Jetzt probiere ich mal grün so ein bisschen anzufarmen. Das wird nicht lange klappen, weil ich einfach extrem vielen Kombinationen auf Dauer so aus dem Weg gehen muss. Ja, und da ist auch schon Ende mit meiner grünen Farmerei. Aber oh, jetzt sind wir schon im schnellsten Modus. Einfach Zeit nehmen. Bisschen konzentrieren, bisschen die Power-Ups predikten, abwarten. Da lasse ich jetzt mal einen Turm zum Beispiel entstehen, den ich dann gleich abbauen werde mit dieser Bombe. Da ist ein Turm entstanden, den baue ich auch direkt ab. Bam. Zack. Kurz neu formen. Zack. Jede Gelegenheit nutzen, um direkt die Lines loszuwenden, denn sobald sich was stapelt, wird es schon eng. Sage ich mal so. Das war Level 10. Okay? Noch 15 Sekunden das Feld abzuräumen. Weg. Einfach weg. Hat nicht geklappt. Da bleiben immer zwei Blöcke übrig. Ich nehme mir allerdings halt auch überhaupt nicht die Zeit. So, 99 Lines. Beziehungsweise 100, aber als ich geguckt habe, waren es halt 99. So. Immer mal ganz nett am Warten hier. Gut ist eigentlich, wenn man immer eine bestimmte Menge an Kombinationen hier verknüpfen kann, die man halt einfach mal eben so auf einmal los wird. Perfekt. Bisher läuft's. In der Geschwindigkeit darf es gerne weitergehen, denn ja, so entsteht hier nichts. Ich habe keine Probleme mit rein gar nichts. Das ist relativ praktisch. Jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen dem Leveltempo anpassen. Und ein bisschen doof ist auch, dass da jetzt ein Turm entstehen wird. Aber den spreng ich gleich weg und dann ist der weg. Zack, zack. So, kein Turm mehr da. Perfekt. Oh, jetzt sind die Bomben etc. natürlich auf ganz unterschiedlichen Punkten. Die grüne Bombe werde ich nicht zünden. Shit, jetzt werde ich sie doch zünden, weil ich aus Versehen die andere gezündet habe. Ursprünglich war mein Plan selbstverständlich ein anderer, ne? Ah, seht ihr mal, jetzt geht es schon die ganze Zeit in dem Speed hier ab. Also jetzt einfach reinklicken. Zwar mit der Maus und ein bisschen tendenziell in die richtige Richtung ballern, aber boah, vor allen Dingen, diese ekelhaften X-Betonblöcke, Stahlblöcke, whatever, alle weg, los. Das hätte mir so viele Münzen im Quest-Mode gegeben, dieser Move. Und im Quest-Mode werden die Level aber irgendwann genauso aussehen. Wow, ich klicke erstmal alle Farbbomben weg, die ich bekomme. Das ist doch gut. Gutes Usage. Gib mir mal eine. Danke. Ich sollte Opernsänger werden. Bam. Scheiße, aber egal. Bam. Trotzdem noch die wegbekommen. Level 12. 100 rein. Bleibt aber auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, weil es schneller schnell wird. So dumm das klingt, aber es wird halt schneller schnell.
Dann werde ich euch gleich einen Einblick in Level 13 geben, aber das wird der erste sein, den wir definitiv nicht schaffen. Bei dem hier kann es sein, dass wir ihn nicht schaffen, aber Level 13 schaffen wir definitiv nicht im First Try. Oder es war erst Level 14, der so abartig wurde. Das kann auch sein. Und in Level 13 kam einfach nur die fünfte Farbe hinzu. Aber ich glaube, es kam sowohl die fünfte Farbe hinzu, als auch der hohe Speed. Und wenn ja, dann haben wir da definitiv verloren. Also, da muss ich mir dann gar nichts mehr ausmalen eigentlich. Ja, okay, komm, das ist, glaube ich, effizienter als das andere Tool. Ich bin ja schon jetzt mit der Geschwindigkeit einigermaßen überfordert. Es ist halt wirklich einfach Spam. Das ist das Effizienteste und das fast Einzige, was man hier machen kann. So hat sich wahrscheinlich auch einfach dieser Spielstil von mir entwickelt. Hilfe, ich habe mich verklickt. Hilfe! Ich muss diesen Turm abbauen. Und während man das macht, stapeln sich 18 andere Türme. Das ist doch geil. Darauf stehe ich. Jetzt geht's schon in der Geschwindigkeit hier ab. Ich brauche eigentlich mal eine Bombe. Ding, ding, dong. Wenn man dann natürlich so eine Power... Ich brauche irgendwas, was da diesen Turm verkleinert. Oh mein Gott. Leute, dieser Turm stapelt sich chronisch da, ne? Das ist echt Pisse aus meinem Arsch. Aber richtig doll daraus. I'm alright. La 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 la. Warum müssen da denn auch drei übereinander liegen? Das vier. Wow. Gerade sagt man's, ne? Aber hier geht's immerhin noch nicht so schnell. Bam. Nein, 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 nein. Ich bin gleich tot. Ah! Alter, Hilfe. Ich kann doch jetzt nicht in den letzten Lines. Nein. Nein! Junge! Panik! Level 13 schaffen wir mit dem Skill nicht. So viel soll ich verraten. Ja, okay, es geht direkt mit den 5 Farben los und 150 rein. Es ist so ein ekelhafter Schwierigkeitsgradanstieg. Noch geht es. Noch ist alles kein Problem. Der Anfang ist noch moderat. Es geht auch ein bisschen langsam los. Das ist alles ganz nett. So, weg mit dir, weg mit euch. Weg damit. Da bildet sich ein Turm. Yay. Ich mag Türme. Die sind mir sympathisch, aber ich konnte ihn abbauen. Die Power-Ups werde ich jetzt einfach rausprügeln, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich da sinnvoll machen kann. Und es wird jetzt schon schneller. Das heißt, ich muss eigentlich auch schneller werden. So. Das Problem ist nur, ich kann halt nicht unendlich klicken, ne? Irgendwann mit einem Autoklicker wäre das einfacher. Halte ich einfach meine Maus gedrückt und dann ist halt Ende im Gelände und ich bin tot. Oder auch nicht, weil diese Farbbombe mich gerade dezent gerettet hat, aber wenn ihr hier überhaupt erstmal, ich meine, das ist jetzt schon ekelhaft. Hallo! Hier baut sich einfach nichts auf, das ist so schrecklich. Ich warte. Bam! Boah, hier baut sich nichts vernünftig. Ich kann halt nirgendwo was wegmachen. Das ist schon schlimm genug. Und ich bin tot. Oh mein Gott. Ah! Das ist nicht stressig, nein. Ich tue nur so. Das ist eine Bombe an der falschen Stelle, Leute. Da stapelt sich doch schon genug. Ich krieg das da nicht weg. Alter, Leute, ich krieg das da. Ich hätte das umformen können. Da krieg ich was weg. Da krieg ich... Nein! Ha! Ich habe mich verklickt. Neuform. Ich bin tot. Jetzt allerspätestens. Boah! Hilfe! Ich hätte nicht mal die 100 geschafft. Ich bin bei 97 gestorben. Alter. Ja, 2,4 Millionen quasi. Hier seht ihr meine anderen Offscreen-Dinger mit dem anderen Profil. Wo ich mich schon mal ein bisschen... Ach, man kann das sogar verschieben. Krass. Zwei. Ja. Ich meine, Countdown habe ich den anderen halt nicht gemacht. Ne? Das habe ich halt überhaupt nicht freigeschaltet mit keinem der Profile. Nein, das spielen wir nicht nochmal. Jetzt sind wir bei Level 13. Jetzt können wir da auch jederzeit übrigens wieder neu starten. Bei den anderen sind wir halt immer noch bei 5. Aber ja. Fortlaufen ist, glaube ich, dann einfach... Genau. Ja, das muss ich euch nicht zeigen jetzt zu diesem Zeitpunkt.
Alter, mir tut aber meine Hand jetzt ordentlich weh. Das hat's gebracht. Das ist auf jeden Fall gut zum Warmspielen, aber nicht zum Spielen selbst. Viel Glück. Danke. Brauche ich scheinbar. Auch wenn es sehr, sehr moderat beginnt. Wenn ich das noch so formulieren darf. Tschüss. Mist, das hätte ich auch hinbekommen können, glaube ich. Ja, noch beginnt es extrem moderat. Ja, da. Mist, wollte ich eigentlich noch nicht. Aber kein Thema. Komm, ich farme mal Farbbomben. Ich farme die mal. Denn ich würde eigentlich ganz gerne... Ja, okay, komm, vergiss es. Vergiss es, mein Nieses. Bam, bam. Wenn man das alles auf einer Seite hier hat... Also, was heißt Seite? Alles halt auf einer Ebene. Ist das, glaube ich, alles ein bisschen angenehmer. Wir haben gleich die Hälfte schon wieder. Oh, das geht teilweise wirklich sehr, sehr schnell. Und ich bleibe naiv. Aber der scheint nicht schwer zu sein, der Level. So wie ich ihn gerade einschätze, ist der einfach. So wie ich ihn gerade einschätze. Das hat nichts zu heißen. Absolut. Bam, 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 bam. Ach komm. Als ob ich da wieder nur gemobbt werde. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Wegen dem... Ja. Wegen dem Farbbäumchen da. Tschüss. Ja, gut. Habe ich nicht unbedingt verschwendet. Nein. Gar nicht. Hätte statt der blauen Bombe da jetzt nicht einfach eine normale sein können. Das hätte es mir echt ein bisschen erleichtert. Münzen. Die Münzen müssen wir später nicht mehr kämpfen, Leute. Es wird die Zeit kommen, da brauchen wir die Münzen einfach nicht mehr wirklich. Weil wir uns die einfach farmen können, wann immer wir wollen. Es gibt ja auch ein Achievement, was wir freischalten müssen. Einfach 5000 Münzen im Spielverlauf sammeln. Auch das wird kein Problem, Leute. Ich mache mir da keine Gedanken. Worüber ich mir Gedanken mache, ist der Turm da, der sich in der Mitte anbaut. Und zwar auf beiden Seiten parallel. Das ist ekelhaft. Aber er ist jetzt weg. Denkste, als ob der weg wäre, Leute. Als ob er weg wäre. Ich finde diesen Soundeffekt so dämlich. Karlschlag. Der arme Karl, der wird immer geschlagen. Immer gibt es einen Karlschlag. Weiß ist heiß. Was soll das für ein Pornotitel sein? Habe ich irgendwas verpasst in der Industrie? Ich bin noch... Ihr müsst wissen, hauptberuflich drehe ich eigentlich Pornos. Dementsprechend, ja, hauptberuflich labere ich eigentlich nur Scheiße. So, bam. Alter. Ich habe noch keins meiner eigentlichen Power-Ups benutzt. Was heißt Power-Ups? Von den ganzen Sprengungen hier. Aber jetzt wird's Zeit. Hey, yo. Ist ja gut. Was willst du denn von mir? Ja, pack das da mal hin. Ach, Junge. Das ist nicht nervig, nein. Mit Strategie hat das aber nichts zu tun, tatsächlich. Ich reiß einfach nie wieder meine Klappe auf. Mist. Man hat richtig gemerkt, wie ich hier rumgewackelt habe, um irgendwas zu treffen. Mann, es war so gut. Nochmal. Ja, 150 Münzen. Mhm. Noch habe ich nicht die Möglichkeit, mir Münzen zu farmen. Noch geht das leider nicht. Alter, diese Riesen-Kombos, ne? Das ist so genial eigentlich. Das Problem ist, in diesem Spielmodus macht es halt keinen Sinn, irgendwie Lines zu farmen. Da unten. Ab wann? Jetzt kommt Weiß dazu. Okay. Einfach nur, damit ich das im Hinterkopf habe. Ich muss ja eigentlich immer kontinuierlich mehr Blöcke abbauen, als hinzukommen. Das ist ja eigentlich Tactic Number One. Bam! Um die Türme alle wegzubekommen halt. Und am besten... Das ist eigentlich auch keine miese Idee, oder? Boah, also wenn ich jetzt nicht viele Power-Ups habe,
In der blanken der blanken Theorien. Weiß ich auch nicht. Alter, schaut euch das mal an. Ich kann da doch immer noch dieses Drehding hier, dieses Mischding benutzen. Bam. Um potenziell dann einen Block in der Reihe zu füllen. Bam, einfach alles weg. Einfach alles wegdrischen. Alles, 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 sodass nichts mehr da ist. Bam, bam, bam. Klang sehr human, ich weiß. Wir machen erst Classico. Classikilo. Wunderbares Ende. Ach du Scheiße. Ja, das ist jetzt in dem Flair von dem, was ich euch erwähnt habe. Warum ist da denn jetzt noch eine Bombe? Ich will keine Bombe mit einer Bombe wegsprengen. Am Ende wird es, ja, wollte gerade sagen, am Ende wird sowieso darauf hinauslaufen, dass ich aus Versehen, easy, dass ich aus Versehen hier irgendwas sprenge, was ich nicht sprengen will, und dann ist alles wieder doof, und dann ist es komplett doof, und dann passiert hier auch irgendwas Spannendes? Nee, ne? Gut, dann machen wir uns das spannend. Bam, 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 bam. Wenn nichts Spannendes passiert, dann machen wir uns das eben spannend. Ich meine, es ist schnell, aber es ist auch schnell abgebaut. Und das ohne Farbbomben, weil ich die einfach wegklicke und Bam! Weil ich die einfach wegklicke und wie sonst was. La la la. Bam! Bam! Das ist eigentlich echt genial mit den Farbbomben. Ich liebe sie. Ich würde sie heiraten, wenn es ginge. Ah, Farbbomben haben nicht mal ein Geschlecht. So. Muss man sich gar nicht anstrengen. Also 100 Lines, die sind schneller vorbei, als man denkt. Vor allen Dingen mit drei Farben. Aber warum der Level wunderbares Ende heißt, keine Ahnung. Vielleicht ist die deutsche Übersetzung ein bisschen wunderbar. Oder wundersam. Geschiebe im Schnee. Das ist eigentlich schade. Warum gibt es hier nicht sowas wie rutschige Elemente. Mann! Eigentlich legitimerweise hätte ich alle bekommen müssen. Vielleicht zweimal hintereinander abgeräumt. Ich wollte gerade sagen, gibt es mir vielleicht mal sowas wie Farbbomben? Aber nein, stattdessen kriege ich einfach nur eine neue Farbe. Ich wollte gerade sagen, hätte ich jetzt genauso gut wegklicken können, ne? Hätte ich genauso machen können. Ja, okay, komm, mit drei Farben ist das hier echt nicht schwierig, weil sich hier andauernd irgendwas fügt. Wenn man das dann so handhabt, dann hat man halt gewonnen. Wollte gerade sagen, ja, wenn man irgendwann in so einem Flair drin ist, dann spammt man einfach nur noch alles durcheinander und dann passt das auch. So absolut lächerlich das klingt. So, Achievement haben wir aber noch nicht. Mehr Platz für mich. Verdammt nochmal. Alles auf den Kopf gehauen. Der Drachenflug. Jetzt geht's doch mal ab. Der Drachenflug, also. Den wir jetzt schon verschissen haben. Okay, gehen wir mal mit etwas mehr Logik an die Sache ran. Erstmal habe ich jetzt alle Roten weg. So bekomme ich auch die Weißen weg. Oh, das ist jetzt, das ist böse. Ab welchem Punkt kriege ich die Blauen denn noch gut weg? Ab diesem, ja? Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Also das hier kann erstmal sowieso weg. Dann würde ich sagen, lasse ich das hier mal alles kollapsen. Genauso wie ich das dann alles kollapsen lasse. Okay. War niemals die Bestzeit. Aber wenn ich es darauf jetzt immer ankommen lasse, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ich es darauf jetzt immer ankommen lasse, dann brauchen wir in den Puzzle-Leveln unnormal lange und das zieht sich. Das kann ich mir fürs Let's Play nicht spannend vorstellen. Tut mir leid. Hoher Himmel mit 16 Leveln. 50 pro Aufgabe gibt es hier an Münz-Stuff. Was gibt's denn neu? Ich kann mir ja eigentlich noch nicht wirklich viel kaufen an neuem Kram. Na gut, okay. An sich kann ich mir schon die Sachen kaufen. Krämpfe über den Wolken. Das klingt unangenehm.
Wenn ich das mal ganz kurz so in den Raum werfen darf. Ich würde sagen, jetzt am Anfang immer... Okay, ich krieg sogar noch eine Farbmünze. Plus 50. Ja, okay, und da fangen die Krämpfe an. Dann wollen wir mal die ganze Altlast hier loswerden. Wegspam, wegspam, wegspam. Oh, diese Let's Play-Reihe, ne? Wisst ihr, wie unangenehm das wäre, wenn ich euch den Mauszeiger deaktivieren würde? Ihr würdet, glaube ich, gar nicht mehr klarkommen. Das stelle ich mir jetzt schon einigermaßen unübersichtlich vor. Aber wenn ich das jetzt auch noch weglassen würde mit dem Mauszeiger. Alter! Ich glaube, das wäre unpraktisch. Ich glaube es aber nicht. Tschüss! Diese hässlichen Türme, Deutsch, diese hässlichen Türme, die man nur mit ein bisschen Lack abbauen kann, indem irgendwas darunter kollapst. Das ist gemein. Ich mag die nicht, ich mach die weg. Doofe Türme. Geile Musik, Leute. Einfach nur geile Musik. Bam! Deswegen ist mir das Spiel, by the way. Jo, alles klar. Ich habe gedacht, da kommt irgendwie mal eine Farbbombe, so bei 4 Farben. Kann ja vielleicht mal irgendeine von den Bam kommen. Nee, hat sich schön Zeit gelassen, ne? Richtig schön Zeit gelassen. Kahlschlag und Riesenknacker. Man kann ja... Nee, man kann nicht zur Seite gucken. Falsche Richtung? What? Es gibt keine falschen Richtungen. Es gibt nur richtige Richtungen. Aber warum falsche Richtung? Wrong Direction ist der Level dann wahrscheinlich im Englischen. Geht jetzt einfach mal. Wäre das Logischste, oder? Bam, 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 bam. Fehlte nur ein Block, Alter. Nur ein fucking Block. Das ist auch so ein Prank mit diesem Power-Up. Ja, okay. Okay, mit so vielen Farben möchte ich es eigentlich nicht aufnehmen. Boom. Ja, apropos Boom. Perfektes Timing. Boom, boom, boom. Zack, zack. Optimal. Was mache ich denn hier für immer eine riskante Scheiße? Das hält doch keiner aus. Ich bin so ungeduldig, sobald es mir noch ein bisschen zu langsam wird. Ja, okay. Ja, okay. Ich habe nie was gesagt. Das werde ich wahrscheinlich schaffen, aber wenn dann nur... Weil ich ein bisschen Glück hiermit habe. Mit der Turmbildung vor allen Dingen halt auch. Und gleich nutze ich eh ein Power-Up im Notfall, also von daher. Ja, so eins von meinen extra Boni-Dingern halt. Okay. Im Notfall hätte ich halt einfach kurz nach rechts und dann hier alles einmal weggesprengt. Wäre auch drin gewesen. Das wäre wirklich nicht das Problem gewesen. So. Aber warum ist das Wrong Direction? Das führt doch beides zum Richtigen. Hier Wegkreuzung. Doch alles immer noch komplett korrekt. Ich bin so ein Prankster, Alter. Das Spiel ist aber auch ein Prankster. Meine Fresse. Alter, dieses Spiel prankt nur. Das ist nicht normal. Mach alles weg. Alles weg. Hier kommt gleich sowieso noch eine vierte Farbe. Wow. Ist das dein Ernst? Dieses Spiel ist so predictable. Tschüss. Den Anfang kann man ja immer schnell durchspulen. Das ist ja der fucking Witz an der Sache. Und im Gegensatz zu dem Survival Mode habe ich ja hier auch immer noch die Möglichkeit, auf meine Power-Ups zurückzugreifen. Ich wiederhole mich. Aber es tut gut. So. Ich weiß gar nicht, dieses nach unten Ding, ne? Dass man die Seiten tauscht oder alles halt auf eine Seite komprimiert. Okay, tschüss. Bringt es das überhaupt? Ich meine, teilweise bestimmt, aber sonst fallen mir nicht wirklich viele Situationen ein. Oh Gott. Erstmal klickspammen wie ein Stück Scheiße. Jetzt zum Beispiel wird mir das doch nichts bringen, oder? Außer Zeit schinden. Na, ein bisschen, ja, okay. Aber nichts direkt Kontrollierbares. Würde ich einfach mal behaupten. So, jetzt machen wir mal den Test. Ist es einfacher, gezielt auf die Blöcke drauf zu klicken? Geht das dann einfacher? So ein bisschen fühlt sich es gerade an. Es fühlt sich alles sehr entschleunigt an, aber das liegt halt auch daran, dass ich dann in diesem Modus überhaupt nicht da unten auf mein Geklickspam komme. So, 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 so. Man braucht halt ein extrem schnelles Auge, dann leider so ein bisschen Commentary. Let's Player-Leben ist schwer.
Sehr, sehr schwer. Oh Gott. Ich guck gerade nur nach oben. Ich sehe nicht, was da unten abgeht, aber da scheint alles kahl zu sein. Das war's schon? Gott. Das verstehe ich nicht. Manchmal geht das wie im Fluge vorbei. Das waren doch 100 Lines, oder nicht? Ja, okay, komm. 100 Lines gönnen sich schon. Erstmal 3 Level gleichzeitig freischalten. Kann man mal machen. 100 Lines können schon schnell gehen, je nachdem. So, P-Man frisst den Mond. Kann P-Man das bitte sein lassen? Schon verkackt. Geil. Schon verkackt. Was ist denn da los? Ich hab P-Man kaputt gemacht. Das muss die beste Lösung gewesen sein. Oder? Ja klar. Wie soll man das denn bitte noch schneller machen? Regenbogen! Ach, hier gab es auch so eine total lächerliche beste Lösung. Das ist erstmal nämlich falsch. Ich habe gerade die beste Lösung nicht mehr im Kopf, aber die geht irgendwie so, dass man hier was wegmacht, da was wegmacht, da irgendwie auf jeden Fall diesen Regenbogen erstmal unterteilt. Das Rote muss auf jeden Fall erstmal weg. So, ich mache hier erstmal, dass sich das so schön häppchenweise kollapst. Kollapsi, lapsi, flapsi, machi. Sprengt sich da alles. Und hiernach habe ich verschissen. Okay. Es ist halt ein bisschen kniffliger, als man sich denkt, ne? Was auf jeden Fall feststehen sollte, ist, dass ich das Weiße zusammenführen muss. Deswegen muss hier eine Lücke entstehen. Ja. Die lasse ich auch gerade ganz wundervoll entstehen. So. Aber so führt sich das Weiße nicht zusammen, weil das Lila nun da oben noch klebt. Das ist doch schon mal optimal. Dann das. Dann das. So, das sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Dann muss ich jetzt schauen. Wenn ich das hier wegmache und das hier wegmache, bin ich ganz gut dabei. So bin ich auch ganz gut dabei. So. Das macht ja keinen Unterschied. Ob die jetzt da sind oder nicht. Das Problem, was ich habe, ist dieser lilane. Nee, ist er nicht. Jetzt aber. Also das gelbe da muss auch noch weg. Alter, Verzweiflung, ne? Bam. Jetzt kann das gelbe da weg. Jetzt kommt das rote da nicht mehr weg. Und so sind halt die Weißen dann wieder eingekesselt. Okay. Pass mal auf. Pass mal auf. Das ist auf jeden Fall, denke ich... Ah, das ist ein verkehrter Zug. So ist ein richtiger Zug. So wird da ein Schuh draus. Okay. Jetzt haben wir aber doch das genau gleiche Problem wie eben. Es muss sowohl das hier weg, als auch das alles hier. So, hier muss alles abgebaut werden. Komplett Fujikato machen. So. Dann haben wir jetzt echt nicht mehr viel. Das weg. Das weg. Nee, da komme ich an die Weißen nicht mehr ran. Das ist doch ätzend. Das ist doch wirklich ätzend. Jetzt pass doch mal ganz kurz auf mit deiner Quadratschädelbirne. So bekomme ich doch alle beieinander, oder? Ja, in der blanken Theorie. Aber sonst nicht. Ja, und so bekomme ich es erst recht nicht zusammen. Das wollte ich nicht mal. Ups. Ich wollte doch nur tricksen. Hey! Ja, 250 Münzen. Meine linke Pobacke. Wenn ich das wegräume.
bin ich doch sozusagen schon mal gar nicht so schlecht dran. Na, na, na. Das etwas kniffligere wird halt... Das hier vielleicht... Kann man das irgendwie tricksen? Nee, ne? Never. Gut, aber von den Lilanen verschwindet ja sowieso nichts erstmal. Das ist ja eigentlich erstmal die optimalste Variante. Und die eleganteste noch dazu. Nein, da landen wir einfach bei einem Problem. Bei einem rein formalen Problem. Und da landen wir auch wieder. Da werden wir auch immer landen. Ganz egal, was wir machen. Solange nicht alle Weißen verbunden sind, geht das nicht. Und alle Weißen können nur verbunden sein, wenn die hier weg sind. Dann brauche ich aber einen Weg, um an die ranzukommen. Und das ist kritisch. Oder ich mache es so, dass ich versuche, einen nach dem anderen hier runter zu holen. So zum Beispiel. Ja, das würde doch gehen. Oder? Nee. Ja, wisst ihr, warum es nicht geht? Weil das hier da weg muss. Dann ginge das aber, oder? Weil ich alles hier wegmachen kann, dann kann ich das da wegmachen. Und dann geht das. Nie und nimmer war das die schnellste Lösung. Aber es ist mir egal. Aber es war gar nicht so... Es war gar nicht so fern, ne? Gar nicht mal so fern. So, ich muss mir wieder meinen Vorrat voll kaufen. Beziehungsweise ich möchte mir meinen Vorrat voll kaufen. Bam, bam. Das gibt's, glaube ich, noch bis mal 5. Aber da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass nichts anbrennen, bis zum nächsten Mal und ciao!